Hallo allerseits. Meine heutige Lesung umfasst das erste Kapitel aus meinem Buch mit dem Titel Reseda oder das vermeidbare Schicksal von Schnittblumen. Zu denen, die an jenem Nachmittag als erstes das Schulgebäude verließen, zählte auch Reseda Stavenburg, ein Mädchen von zarter, mittelgroßer Statur sowie schulterlangem, pechschwarzen Haar, welches ein schmales Gesicht mit etwas hervorstehenden Wangenknochen einrahmte. Sein Antlitz bestach jedoch in erster Linie durch die großen, blauen, mandelförmigen Augen und den sinnlich geschwungenen Lippen. Das geblümte Baumwollkleid der 14-Jährigen hatte die Mutter speziell für diesen feierlichen Anlass angefertigt. Dazu passend trug sie weiße Kniestrümpfe und rote Lackschuhe, die sie sich allerdings von ihrer besten Freundin Marlene Heimers ausgeborgt hatte, weil der Vater es kategorisch ablehnte, für einen solchen Unfug sein schwer verdientes Geld zum Fenster hinauszuwerfen, wo es doch auch so schon kaum ausreichen würde, damit eine siebenköpfige Familie zu ernähren. Reseda Stavenburg schickte sich gerade an, den Schulhof zu überqueren, da hörte sie hinter sich eine wohlbekannte Stimme voller Ungeduld ausrufen: »Hallo Resi, da bist du ja endlich!« Nachdem sie sich die beiden Freundinnen zur Begrüßung einen flüchtigen Kuss auf die Wange gehaucht hatten, fuhr Marlene Heimers in ihrer Rede fort: »Befürchtete schon, du wärst durch eines der Aulafenster abgehauen, um so dem nervigen Gedränge auf den Gängen zu entgehen.« »Hätte ich das man bloß getan«, meinte Reseda kopfschüttelnd, »dann wäre mir jetzt sicher wohler. Dieses ständige Hin- und Hergeschiebe und Gezerre und ein Geschrei und Geschnatter wie auf einem Jahrmarkt war schon drauf und dran, einfach um mich zu schlagen.« Ihre um ein Jahr ältere Freundin blickte sie erstaunt an. »Hey, Kleine, nur die Ruhe. Du hast's ja überstanden. Vergiss nicht, dass die Leute heute alle wegen uns hier erschienen sind. Oder wäre es dir vielleicht lieber gewesen, wenn die Feierlichkeiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hätten?« »Das gerade nicht.« »Na also«, gab sich Marlene etwas schnippisch, »was beschwerst du dich denn dann? Ohne die vielen Gäste wäre das doch ein sehr öder Nachmittag geworden.« »Hast ja recht, Marlene. Ich weiß auch nicht, was auf einmal mit mir los ist. Ich weiß bloß, dass mich heute alles irgendwie ankotzt.« »Gibt es da vielleicht etwas, worüber du gern mit mir reden würdest, Resi?« »Ich muss jetzt nach Hause«, wich Reseda der Frage der Freundin aus, ohne sie dabei anzusehen. »In Ordnung. Dann lass uns ein Stück gemeinsam gehen.« Reseda Stavenburg sah Marlene etwas unschlüssig an. »Du gibst wohl niemals auf, wie?« »Es gefällt mir eben nicht, dich an unserem Ehrentag derart schlecht gelaunt zu sehen«, bekannte Marlene freimütig. »Na schön, du Quälgeist, hast gewonnen. Hätte wissen müssen, dass du nicht eher locker lässt, bis du in Erfahrung gebracht hast, was mit mir los ist.« »Ich möchte dir helfen, Resi. Dazu hat man schließlich Freunde, oder?« Indes hatten die Freundinnen, die gemächlichen Schrittes nebeneinander gingen, das Schulgebäude nebst Gelände ein gutes Stück weit hinter sich zurückgelassen. »Stell dir vor«, platzte es plötzlich aus Reseda Stavenburg heraus, »die sind einfach nicht gekommen. Dabei hatten sie es mir doch so fest versprochen.« »Von wem sprichst du?«, fragte Marlene. »Deinen Eltern?« »Seit wann bist du denn so schwer von Begriff?«, erwiderte Reseda der Freundin aufbrausend. »Oder hast du die hier heute vielleicht irgendwo gesehen?« Währenddessen gestikulierte das Mädchen derart heftig mit den Armen, dass ihm dabei fast die Zeugnismappe aus der Hand gefallen wäre. »Nun beruhige dich aber mal wieder, Resi.
Musst du deshalb gleich so über mich herfallen? Hört sich ja so an, als würdest du mir dafür die Schuld geben. Ach Blödsinn, stellte Resi da umgehend richtig. Was kannst du denn dafür, wenn sich meine Eltern nicht an ihr gegebenes Versprechen gebunden fühlen? Daran sieht man mal wieder, wie gleichgültig ich denen doch bin. Marlene Heimers nickte. Der Eindruck drängt sich mir schon lange auf. Aber womöglich tust du ihnen ja auch diesmal Unrecht. Kann doch sein, dass ihnen in letzter Sekunde etwas Wichtiges dazwischengekommen ist. Das wird ja immer schöner, ereiferte sich Resida lautstark. Jetzt ergreifst du auch noch deren Partei. Was redest du denn da? Haben wir beide etwa immer unsere Verabredungen einhalten können? Hat uns etwa nie ein unvorhersehbares Ereignis daran gehindert? Na siehst du, manchmal kann man eben nicht so, wie man will. Der Mensch vermag sein Leben zwar auf Jahre hinaus zu planen, aber in die Zukunft blicken kann eben keiner von uns. Darum sind Enttäuschungen und Missverständnisse untereinander geradezu vorprogrammiert. Reseda Stavenburg musste sich eingestehen, dass es an den Ausführungen ihrer Freundin nicht das Geringste zu beanstanden gab. Sollte mich freuen, wenn ich mich diesmal in Ihnen getäuscht hätte, Marlene. Aber du weißt ja selber am besten, dass wir alle von den Erfahrungen, die wir im Leben machen, irgendwie geprägt werden. Wenn ich also meinen Eltern unterstelle, mich absichtlich versetzt zu haben, dann geschieht das, weil es schon häufiger vorgekommen ist und nicht etwa, weil ich mir gewünscht habe, von ihnen abermals enttäuscht zu werden. Mal angenommen, du hättest einen festen Freund, den du sehr lieben würdest, und der würde das Vertrauen, das du in ihm setzt, leichtfertig missbrauchen. Würdest du ihm dann immer noch alles vorbehaltlos glauben, was er dir erzählt? Wohl kaum, meinte Marlene lapidar. Unterdessen hatten die zwei Mädchen in ihrem Schlendern innegehalten und schauten einander tief in die Augen. Einige Augenblicke bloß, und dennoch schien es ihnen, als sei währenddessen eine halbe Ewigkeit verstrichen. Die Ursache, die sie so abrupt aus dem Zustand ihrer emotionalen Versunkenheit riss, war eine dunkle Limousine, die plötzlich neben beiden am Straßenrand angehalten hatte und hupte. Die Eheleute Heimers hatten die Schulfeier bereits Minuten, bevor die allgemeine Aufbruchsstimmung in der Aula eingesetzt hatte, verlassen, um noch vor dem erwarteten Verkehrschaos in Meerwiesen wieder in den Besitz ihres fahrbaren Untersatzes zu gelangen, welches sie notgedrungen auf einem öffentlichen Parkplatz in Nähe des Rathauses abgestellt hatten, da die schuleigene Parkfläche bereits am frühen Nachmittag mit Fahrzeugen völlig ausgelastet war. Hallo Reseda, rief Hilmgard Heimers dem Mädchen durch das geöffnete Seitenfenster der Limousine zu, auf dessen Beifahrersitz sie in tadelloser Haltung thronte. Steig ein, wir setzen dich zu Hause ab. Reseda Stavenburg war von dem Vorschlag nicht sonderlich erbaut, so dass sie ihn denn auch postwendend mit der unwahren Behauptung ausschlug, sie hätte in der Gegend noch etwas sehr Wichtiges zu erledigen, was keinen Aufschub mehr dulde. In Wahrheit mochte sie die Mutter ihrer besten Freundin überhaupt nicht leiden. War sie doch so verdammt neugierig, fragte und fragte und hörte einfach nicht wieder auf mit ihrer quälenden Fragerei. Hatte man sich erst darauf eingelassen, dann quatschte sie einen aus wie eine Zitrone. Und dabei ging sie äußerst geschickt zu Werke. Bevor man sich versah, hatte man ihr auch solche Dinge offenbart, die man besser für sich behalten hätte. Und das zog mitunter höchst peinliche Konsequenzen nach sich, weil Hilmgard Heimers so gut wie alles, was sie in Erfahrung gebracht hatte, bei jeder sich ihr nur bietenden Gelegenheit weitertratschte. Im Nu
wusste die ganze Nachbarschaft darüber Bescheid. Da ihr die meisten Informationen nicht spektakulär genug erschienen, schmückte sie die noch nach eigenem Ermessen aus. Er fand um sie herum die haarsträubendsten Geschichten, sehr zum Leidwesen ihrer bedauernswerten Opfer. Hatte sie doch durch ihre notorische Verlogenheit bereits mehrere ernsthafte Familienkrisen heraufzubeschwören gewusst. Aber auch die folgende Tragödie, die sich vor gut 2 Jahren in Meerwiesen zugetragen hatte, trägt ihre unverkennbare Handschrift. Seinerzeit wurde Hilmgard Heimers nämlich nicht müde, überall herumzuerzählen, dass der hiesige Gemeindepfarrer ein Perverser der schlimmsten Sorte sei, ein Päderast, der sich in schöner Regelmäßigkeit an seine Messdiener vergehen würde. Sie selber hätte den Kirchendiener eines Sonntagmorgens eine halbe Stunde vor Beginn der Frühmesse dabei ertappt, wie er vor dem Altar einen Knaben unzüchtig berührt habe. Natürlich hätte der alles abgestritten, als sie ihn daraufhin zur Rede gestellt habe, woraufhin sie, Hilmgard Heimers, empört die Kirche mit der Androhung verlassen hätte, dass sie nicht eher ruhen würde, bis man ihm, dem Kinderschänder, endlich das Handwerk gelegt. So jemand wie er dürfe nicht länger frei herumlaufen, gehöre weggesperrt, damit er so etwas keinem anderen Jungen mehr antun könne. Und dafür werde sie schon sorgen. Bereits tags darauf bekam der Pfarrer die Verachtung seiner Mitmenschen zu spüren. Einige grüßten nicht mehr auf der Straße, taten plötzlich so, als sei er Luft für sie. Andere wiederum steckten ihre Köpfe zusammen und begannen aus sicherer Entfernung zu ihm zu tuscheln. Es gab jedoch auch Leute, die sogar die Straßenseiten wechselten, wenn sie ihm begegneten, so dass er sich irgendwann vorkam wie ein Aussätziger. Und so verwundert es denn auch wenig, dass am darauffolgenden Sonntag kaum ein Dutzend Gläubige zum Gottesdienst erschienen, wo seine sonntägliche Predigt ansonsten doch stets die Gemeindemitglieder zu mobilisieren wusste. Das Pharma hielt sich hartnäckig in den Reihen der Stadtbevölkerung und somit war es auch bloß noch eine Frage der Zeit, wann es dem hiesigen Bischof zu Ohren kommen musste. 2 Wochen später entschied sich der geistliche Würdenträger dann zu handeln. Er entzog dem Pfarrer das Pfarramt mit sofortiger Wirkung. Er sei für seine Diözese mittlerweile untragbar geworden. Da über seine Nachfolge bereits befunden wurde, stünde einer Versetzung seinerseits praktisch nichts mehr im Wege. Dies eröffnete der Bischof dem Pfarrer in einer kurzen Unterredung unter 4 Augen, ohne ein Wort des Bedauerns, war ihm doch viel mehr daran gelegen, den Fall so schnell wie möglich unter den Teppich zu kehren, als ihn von kompetenter Stelle auf seinen Wahrheitsgehalt hin überprüfen zu lassen. Dadurch würde womöglich nur noch mehr Staub aufgewirbelt und dieses Risiko war der Geistliche keinesfalls bereit einzugehen. Der Leumund der katholischen Kirche stand schließlich wieder einmal auf dem Spiel. Was zählte in diesem Zusammenhang schon das Schicksal eines Einzelnen? Das unter dem Mob kursierende Gerücht musste schnellstens verstummen. Koste es, was es wolle, dachte der Bischof. Ein Bauernopfer zur rechten Zeit bewirke damit unter Wunder. Manchmal müsse man unter dem Druck der Öffentlichkeit eben Entscheidungen fällen, die einem eigentlich gegen den Strich gehen. Aber außergewöhnliche Situationen verlangen manchmal nach eben solchen Maßnahmen. Nicht selten treffen deren Auswirkungen diejenigen am härtesten, denen am Entstehen der Krise keinerlei Schuld anzulasten sei. Ein bedauerlicher Umstand, wie er sich eingestehen musste, aber leider nicht zu ändern war.
Der Bischof stellte sich die katholische Kirche als einen globalen Wirtschaftskonzern vor, der durch eine fehlgeleitete Marktstrategie eines dem Wirtschaftsverband angehörigen Unternehmens unfreiwillig mit ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik geraten ist. Um den drohenden Umsatzeinbußen und Prestigeverlust Paroli zu bieten, müsse eben unverzüglich Schadensbegrenzung betrieben werden. Wie und in welchem Ausmaß das zu geschehen habe, liege einzig und allein im Ermessen der jeweiligen Konzernleitung. Die Frage nach Schuld oder Unschuld spiele dabei lediglich eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt, dann bloß, um der aufgebrachten Menge ein akzeptables Opfer darzubieten. Vorher würde sie ja sowieso keine Ruhe geben. Nur durch eine solche Machtdemonstration lasse sie sich wieder versöhnlich stimmen. Die anfängliche Schadenfreude darüber würde schon bald der inneren Genugtuung weichen, infolgedessen das ominöse Gerede wie von selbst verstummen würde, so dass endlich Gras über die leidige Angelegenheit wachsen könne. Aus diesem Grund konnte der Bischof den Tag, an dem der neue Pfarrer in Meerwiesen eintreffen würde, kaum noch erwarten. Er hegte nämlich die Überzeugung, dass der Nachfolger seinen glücklosen Vorgänger bald schon vergessen machen würde. Seine Zuversicht in dem neuen Mann begründete sich in dessen tadellosen Ruf, den er allerorts genoss, wo ihm bisher das Kirchenamt anvertraut worden war. Alle seine ehemaligen Vorgesetzten, und das waren in seiner annähernd 30-jährigen Tätigkeit als Pfarrer ungewöhnlich viele gewesen, hatten über ihn ausnahmslos Gutes zu berichten gewusst. Überdies hätte es sich in den oberen Kirchenkreisen längst herumgesprochen, dass der immer gerade dort auftauchte, wo die katholische Kirche durch das skandalträchtige Verhalten eines ihrer Brüder in Misskredit gebracht wurde. War seine heikle Mission erfüllt, so verschwand er ebenso plötzlich wieder, wie er zuvor auf der Bildfläche erschienen war. Sein Erfolgsrezept: er predigte von der Kanzel nicht nur über Nächstenliebe, sondern er praktizierte sie auch, indem er den Gläubigen, die sich ihm anvertrauten, nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat zur Seite stand. Eine derart selbstlose Aufopferungsbereitschaft spricht sich natürlich sehr schnell herum, schafft eine gesunde Vertrauensbasis und ruft Bewunderung hervor, welche alsbald der Hochachtung weicht. Er gehörte zu den wenigen Kirchenmännern, dessen Versetzung von der jeweiligen Gemeinde mit großem Bedauern, Unverständnis oder gar Bestürzung zur Kenntnis genommen wurde. Somit traten wiederum seine Amtsnachfolger ein schweres Erbe an, weil man deren Amtsausübung stets mit der ihres hochgeschätzten Vorgängers vergleichen würde. Dem Bischof bereitete diese Vorstellung allerdings kein Kopfzerbrechen. Weshalb auch? Denn gedachten Sie irgendwann, den riesigen Schatten Ihres Amtsvorgängers auszufüllen, so blieb Ihnen ja zwangsläufig nichts anderes übrig, als in dessen Fußstapfen zu treten. Besaßen Sie diesen Ehrgeiz nicht, so würden die eine qualitativ bessere seelsorgerische Betreuung gewohnten Pfarrgemeinden ihren Unmut darüber sicherlich schon bald zum Ausdruck bringen, wodurch sich der jeweilige Geistliche wiederum veranlasst sehen dürfte, seinen Mangel an Engagement in der Gemeinde zu revidieren. Tat er dies daraufhin nicht aus freien Stücken, so eben auf Druck seines unmittelbaren Vorgesetzten innerhalb der katholischen Kirche. Dass die Suspension des Meerwiesener Pfarrers einen indirekten Schuldeingeständnis gleichkam, kümmerte den Bischof überhaupt nicht. Schließlich, so glaubte er,
habe sich Hammerfeld seine Schwierigkeiten doch selber zuzuschreiben. Warum musste er seinen pädophilen Neigungen auch gerade in einem Gotteshaus nachgehen? Und das ausgerechnet in der Zeit, als es für die Öffentlichkeit zugänglich war. An einem Sonntagmorgen, eine halbe Stunde vor Messebeginn. Einfach unfassbar. Pfarrer Hammerfeld hätte sich doch darüber im Klaren sein müssen, dass man derart abnorme sexuelle Neigungen bloß hinter verschlossenen Türen praktizieren dürfe. Ihm, selbst der gesellschaftlichen Randgruppe der Homosexuellen zuzurechnen, war dieses Gebaren nur allzu gut vertraut, was jedoch keineswegs bedeutete, dass er das manische Triebverhalten billigen konnte, welches Hammerfeld zur Last gelegt wird. Im Gegensatz zu den Perversen, welche sich an Kinder, wehrlose Knaben vergehen würden, die allesamt in eine geschlossene Anstalt weggesperrt gehörten, bevorzugte er immerhin junge Männer, da die sich ihm aus freien Stücken hingaben, auch wenn er neuerdings mit etwas Geld nachhelfen musste. Aber daran trage allein sein vorgerücktes Alter die Schuld. Als er noch jung und knackig war, da hätte er das noch nicht nötig gehabt, für Liebesdienste zu bezahlen. Da hätte er sich vor Angeboten des gleichen Geschlechts kaum retten können. Mittlerweile jedoch, wo er die 60 überschritten habe, fettleibig und kahlköpfig sei, da gäbe es für ihn keine Alternative mehr. Auch er müsse eben dem Zahn der Zeit seinen Tribut zollen. Wenn es nach ihm, dem Bischof, ginge, dann könnte es der Päderast in dem Kaff in der Oberpfalz, in welches er strafversetzt würde, so bunt treiben, wie er wolle. Dort entzog er sich ja seinem Zuständigkeitsbereich. Mit großer Bestürzung nahm der katholische Geistliche noch am gleichen Tag die schlimme Nachricht zur Kenntnis, dass man Pfarrer Hammerfeld tot aufgefunden hätte, kaum eine Stunde nach der abschließenden Unterredung mit ihm, den Bischof. Seine Haushälterin hätte ihn gefunden, nach Erledigung der Einkäufe, auf dem Dachboden des Pfarrhauses, an einem Strick baumelnd, der vorher um einen Querbalken geknotet wurde, lediglich mit einer Unterhose bekleidet. Unter dem Leichnam lag der umgestürzte Stuhl, welcher maßgeblich an der Ausführung der Verzweiflungstat des Pfarrers beteiligt war. Seine schwarze Amtstracht lag etwas abseits vom unmittelbaren Tatort auf dem Boden, akkurat übereinander angeordnet. In ihr hätte er es letztendlich wohl nicht übers Herz gebracht, Suizid zu begehen, meinte der Untersuchungsbeamte der Polizei zum Bischof. Zudem hätte Hammerfeld der Nachwelt noch einen handschriftlich abgefassten Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er auf das Eindringlichste zu beteuern wusste, dass er zu Lebzeiten weder ein Kinderschänder noch homosexuell gewesen sei. Da die Wahrheit aber offenbar niemanden interessiere, nicht einmal den hiesigen Bischof, würde er lieber Schluss machen, bevor man ihn mit Schimpf und Schande für etwas aus der Stadt jagte, was er nicht begangen hätte. Gott möge ihm seine Freveltat verzeihen. Als Hilmgard Heimers vom Freitod Hammerfelds erfuhr, stand für sie entgegen allen anderslautenden Mutmaßungen fest, dass die Tat als einwandfreies Schuldeingeständnis zu werten sei. Als des Pfarrers pädophile Neigungen publik wurden und sich ganz Meerwiesen deswegen voller Empörung und Abscheu von ihm abzuwenden begonnen hatte, hätte er eben keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als sich auf diese feige, eines integeren Kirchenmannes unwürdige Art und Weise aus der Verantwortung zu stehlen. Vielleicht fürchtete der saubere Herr Pfarrer ja auch die drohende strafrechtliche Verfolgung,
welche inzwischen auf Drängen der Eltern des Jungen, den er Gewalt angetan haben soll, eingeleitet wurde, hatte sie seinerzeit überall herausposaunt. Womöglich hätten die polizeilichen Ermittlungen sogar irgendwann ergeben, dass der schändliche Übergriff auf den einen Jungen nur die Spitze des Eisbergs gewesen sei. Die Meinungen über die Absicht, die Hilmgard Heimers mit solch indiskutablen Äußerungen verfolgte, blieben geteilt. Einige glaubten, sie tat es aus Genugtuung darüber, dass sich der von ihr entlarvte Kinderschänder selbst gerichtet hätte. Andere dagegen meinten, dass sie damit lediglich ihre Schuldgefühle am so plötzlichen Ableben des Pfarrers zu verdrängen gedachte. Angesichts der tragischen Ereignisse jener Tage, die Reseda Stavenburg noch geläufig waren, als hätten sie sich erst gestern zugetragen, war es auch wenig verwunderlich, dass sie der notorischen Intrigantin nach Möglichkeit aus dem Weg ging. Viele Stadtbewohner dachten und handelten diesbezüglich genauso, hatten sie doch am eigenen Leib erfahren müssen, was Hilmgard Heimers Schandmaul imstande war, an Katastrophen heraufzubeschwören. Wann und wo immer das Mädchen dieser penetranten Frau auch begegnete, sie ließ einfach keine Gelegenheit aus, es mit allen Regeln der Rhetorik aushorchen zu wollen. Ihr Hauptinteresse galt jedoch den sozialen Verhältnissen der Familie Stavenburg. Jedes Mal, wenn die 14-Jährige eine ihrer zunehmend indiskreter formulierten Fragen beantwortet hatte und darauf vertraute, dass damit der Wissbegierde von Marlenes Mutter doch endlich Genüge getan sein müsste, so wurde sie von der eines Besseren belehrt. Denn aus fast jeder von ihr gegebenen Antwort verstand die es wiederum vortrefflich, sie blitzschnell mit einer weiteren Frage in Verlegenheit zu bringen. Dass Reseda Stavenburg solche Verhörmethoden als sehr unangenehm und lästig empfinden könnte, kam ihr dabei gar nicht in den Sinn. Und selbst wenn, so ging ihr das am allerwertesten vorbei. Für sie zählte nur eines: Sie musste in den Besitz der gewünschten Informationen gelangen, koste es, was es wolle, um diese dann bei passender Gelegenheit unter die Leute zu bringen, selbstverständlich erst, nachdem sie sie nach eigenem Gutdünken verdreht und verfälscht hatte. Damit rückte sie indirekt auch ihre eigene Person für eine Zeit lang in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, und darauf kam es ihr ja auch letztendlich an. Ihr unstillbarer Geltungsdrang verleitete sie fortwährend zu dieser höchst verwerflichen Vorgehensweise. »Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst«, hatte sie einmal ihre indiskutable Geschwätzigkeit vor ihrem Gatten zu rechtfertigen versucht, als der ihr wieder einmal wegen einer drohenden Verleumdungsklage die schlimmsten Vorhaltungen machte. »Ich habe mich über besagte Angelegenheit doch bloß mit einer Nachbarin ausgetauscht. Was kann ich denn dafür, wenn diese dumme Pute das, was ich ihr im Vertrauen erzählt habe, gleich in die Welt hinaus posaunt? Wenn ihr überhaupt jemand angeklagt gehört, dann doch wohl die Polacek aus der Engelsgasse. Ohne ihre Indiskretion wäre die Sache doch gar nicht erst publik geworden, geschweige denn diesen verfluchten Heuchlern zu Ohren gekommen, die mich jetzt wegen übler Nachrede oder gar Rufmord vor Gericht zerren wollen. Übrigens verstehe ich auch nicht, weshalb sich die Leute so künstlich aufregen. Genau genommen ist doch bloß die Wahrheit über sie verbreitet worden. Und deswegen denke ich nicht im Entferntesten daran, auch nur ein Wort von dem, was ich über die gesagt habe, zurückzunehmen. Das habe ich früher nicht getan und heute tue ich das erst recht nicht. Wenn sie die Sache unbedingt vor Gericht weiter breittreten wollen, sollen sie doch.
sollen sie doch tun, was sie nicht lassen können. Ich habe mir diesbezüglich nicht das Geringste vorzuwerfen. Diese mit der Wahrheit auf Kriegsfuß stehende Bande von Parasiten wird sich noch wünschen, sich nicht mit mir angelegt zu haben. Wer eine Lawine lostritt, der braucht sich nachher auch nicht über ihre verheerenden Ausmaße im Tal beklagen. Nach einer kurzen Denkpause hatte Hilmgard Heimers ihren Ausführungen noch hinzuzufügen gewusst: Die Leute haben ganz sicher Dreck am Stecken. Weshalb sei denen wohl sonst so sehr daran gelegen, mich, die ihre üblen Machenschaften durchschaut hat, per Gerichtsbeschluss mundtot zu machen? Irgendwann erlag das uneinsichtige Frauenzimmer vollständig der Faszination der eigenen Fantasie. Fortan wurden ihre Lügengeschichten für sie unumstößliche Realität. Da konnten diejenigen, die sich dadurch von ihr auf das Übelste verleumdet sahen, gegen sie vorgehen, wie sie wollten. Ihr war so einfach nicht beizukommen. Stürzte ihr Lügengebäude vor Gericht ein, zeigte sie sich gegenüber dem Richter stets uneinsichtig, behauptete immer wieder, sie habe ihre Informationen aus zuverlässiger Quelle, weigerte sich jedoch beharrlich, diese als ihre Entlastungszeugen vor Gericht zu benennen. In diesem Zusammenhang wurde Hilmgard Heimers auch nicht müde, verlauten zu lassen, sie hätte den betreffenden Personen schwören müssen, ihre Identität unter keinen Umständen preiszugeben, und Schwüre pflege sie nun einmal zu halten. So viel Edelmut und Rücksichtnahme nahm man ihr vor Gericht jedoch nicht ab. Richter wie Staatsanwaltschaft hegten vielmehr den Verdacht, dass die Angeklagte die geheimnisvollen Unbekannten bloß ins Spiel brachte, um die eigene Schuld auf eben jene abwälzen zu können. Anfangs fiel die Strafbemessung des Gerichts noch ziemlich milde aus. Es untersagte der schuldig Gesprochenen lediglich, keine leumundschädigenden Äußerungen mehr über andere Personen zu verbreiten. Beim zweiten und dritten Mal fand Hilmgard Heimers allerdings keine so nachsichtigen Richter, bestraften sie die Wiederholungstäterin doch mit empfindlich hohen Geldstrafen. In der vierten Verhandlung wegen massiver Rufschädigung entging sie dann auch nur um Haaresbreite einer mehrmonatigen Haftstrafe. Dass sie die nicht antreten musste, verdankte sie ihrem Gatten und Rechtsbeistand Hartmut Heimers, der den Richter durch sein brillantes Plädoyer noch einmal vom üblichen Strafmaß abrücken ließ, zur großen Verwunderung der Anklagevertretung und der sonst noch anwesenden Personen im Gerichtssaal, welche den Prozess bis dahin in gespannter Ruhe von den Sitzbänken aus verfolgt hatten. Nun allerdings ihren Unmut über das unerwartet milde Urteil lautstark durch höhnisches Gelächter, Pfiffe und Buhrufe zum Ausdruck brachte. Der Vorsitzende zeigte sich von dem Spektakel jedoch völlig unbeeindruckt. Er schloss die Sitzung, um nur kurz darauf unter Polizeischutz den Verhandlungssaal zu verlassen, ebenso Hilmgard Heimers erhobenen Hauptes mit triumphierender Miene, grenzenlos erleichtert darüber, nochmals mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Denn mit der erneuten Geldstrafe konnte sie gut leben, obschon dieses beträchtlich höher ausgefallen war als die vorangegangenen. Die florierende Anwaltskanzlei ihres Mannes warf ja genügend ab, damit solche finanziellen Eskapaden rasch aus der Welt geschafft werden konnten. Bei Reseda Stavenburg biss die personifizierte Neugierde jedoch neuerdings auf Granit, da sie sich schon vor Beginn mit irgendwelchen Ausflüchten ihrer penetranten Befragung zu entziehen wusste. Marlene Heimers hingegen hatte für sich eine andere Taktik gewählt. Auf die Frage, wie sie es denn nur jeden Tag mit so einer schlimmen Nervensäge aushalten könne, hatte sie Reseda einmal
mit einem süffisanten Lächeln geantwortet: Gewusst wie, Resi, gewusst wie. Meine Mutter glaubt, mich genauestens zu kennen. Sie ist davon überzeugt, dass man nichts vor ihr geheim halten könne. Und da ich will, dass es so bleibt, bestärke ich sie noch in der Annahme, wie öde und uninteressant mein Leben doch sei. Es funktioniert besser, als ich dachte, denn es dauert nicht lange, da verliert sie das Interesse an mir und lässt mich in Ruhe. Rese da hatte zunächst so ihre Probleme mit der Deutung dieser Sichtweise gehabt. Doch je intensiver sie darüber nachdachte, desto einleuchtender erschien sie ihr. Kein Mensch würde sich jemals wirklich sicher fühlen können vor der schier unersättlichen Wissbegierde einer Hilmgard Heimers. Es sei denn, man versteht es, ein solch aufdringliches Subjekt geschickt auf Distanz zu halten, es zu täuschen, indem man es praktisch mit seinen eigenen Waffen schlägt. Es sei in einem solchen Fall wohl das Klügste, den Eindruck zu vermitteln, ein vollkommen uninteressantes Leben zu führen. Ein Drogenabhängiger, dessen Beschaffungsquelle plötzlich versiegt ist, würde sich ja auch schleunigst nach einer neuen umsehen, um wieder in den Besitz des heiß begehrten Rauschmittels gelangen zu können. An jenem schwülen Nachmittag stand Rese der Stavenburg allerdings noch viel weniger als sonst der Sinn, sich diesem mit eiskaltem Kalkül agierenden weiblichen Informationsschlucker freiwillig auszuliefern. Hilmgard Heimers konnte es sicher kaum noch erwarten, sie endlich auf der Rückbank der Limousine zu wissen, um ihr gezielte Fragen stellen zu können, welche ihr bereits unter den Nägeln brannten. Allein die Vorstellung, von dieser fürchterlichen Frau nochmals einem Verhör unterzogen zu werden, trieb Reseda den Angstschweiß auf die Stirn. Dann also bis Mittwoch um 3 auf dem Marktplatz, raunte Marlene Heimers ihr zu, während sie die Freundin zum Abschied noch rasch umarmte. Kurz darauf saß sie auch schon im Automobil der Eltern. Da die Seitenfenster der beiden hinteren Wagentüren trotz der brütenden Hitze, welche sich infolge der hohen Außentemperaturen im Innern des Fahrzeugs angestaut hatte, noch immer geschlossen waren, öffnete sie sie augenblicklich, um endlich wieder befreit durchatmen zu können. Schade, sagte Hilmgard Heimers, der die Enttäuschung über Resedas Weigerung, zu ihr in die Limousine zu steigen, vom Gesicht abzulesen war. Hätte uns nämlich nichts ausgemacht, dich nach Hause zu fahren, nicht wahr, Raimund? Sie verpasste ihrem langjährigen Angetrauten, der mit geschlossenen Augen auf dem Fahrersitz vor sich hin döste, mit einem Ellenbogen einen leichten Stoß in die Seite. Der blickte zunächst ziemlich verwirrt aus der Wäsche, so als hätte er sich zuvor in Gedanken ganz weit weg befunden. Was? Was sagtest du gerade, Liebes?« fragte er deshalb mit verlegener Miene nach. »Das kommt davon, wenn man am helllichten Tag träumt,« erwiderte sie ihm vorwurfsvoll, ohne ihm dabei auch bloß eines Blickes zu würdigen. »Mama sagte, dass es uns keine Umstände bereiten würde, Reseda nach Hause zu fahren,« ließ seine Tochter ihn umgehend wissen, der es sehr missfiel, wenn sich ihre Mutter dem Vater gegenüber derart respektlos gebärdete. Im Gegensatz zu der, die sie für das, was sie tat, abgrundtief verachtete, war ihre Liebe zum Vater nämlich aufrichtiger Natur. Wenn sie etwas bedrückte, so war der Vater immer schon ihr bevorzugter Ansprechpartner gewesen, da er nicht hinter jeder Äußerung von ihr gleich die Story seines Lebens vermutete und wie ein Bluthund die Fährte aufzunehmen begann. »Halt gefälligst den Mund, du vorlaute Göre«, zischte Hilmgard Heimers. »Oder hat dir etwa jemand das Wort erteilt?«
Das nicht, aber wenn du Sehnsucht nach einer Woche Stubenarrest hast, dann mach nur so weiter, Kind. Marlene Heimers zog es nach dieser unverhohlenen Drohung tunlichst vor, zu schweigen. 7 Tage ausschließlich auf ihrem Zimmer zubringen zu müssen, war für sie eine reine Horrorvorstellung. Das letzte Mal war sie vor lauter Langeweile fast stumpfsinnig geworden. Meine Frau hat recht, schaltete sich erstmals Raimund Heimers in das Gespräch ein. Ich hätte dich wirklich gern zu Hause abgesetzt. Andererseits bin ich aber auch ganz froh, dass du noch etwas anderes vorhast, Reseda. Versteh mich bitte nicht falsch, aber wir erwarten heute Abend noch Gäste. Um 7 kommt der Bürgermeister mit seiner Gattin. Und bis dahin sind noch einige Vorbereitungen in puncto Verköstung zu treffen. Wie geschwollen du wieder einmal daherredest, maulte seine Frau kopfschüttelnd. Raimund ließ sich jedoch nicht von ihr beirren, sondern er tat so, als hätte er ihren schnippischen Kommentar überhört und erwiderte stattdessen dem Mädchen achselzuckend: Wie du siehst, ist unsere Zeit heute sehr knapp bemessen. Raimund Heimers gedachte, seinen Ausführungen noch etwas hinzuzufügen. Aber seine Frau kam ihm diesbezüglich blitzschnell zuvor. Auf bald, Reseda, und vergiss nicht, deinen Eltern schöne Grüße von uns auszurichten. Ihr Gatte hatte bereits den Motor angelassen. Da rief sie Reseda noch zu. Man könnte meinen, du drückst dich davor, mit uns zu fahren. Bist immerhin schon Monate nicht mehr bei uns draußen gewesen. Ihr Blick ruhte prüfend auf Reseda, während sie sprach. Mach ich, Frau Heimers, versprach die 14-Jährige ihr hastig mit einem aufgesetzt liebenswürdigen Lächeln. Als die Limousine Fahrt aufgenommen hatte, winkte sie noch so lange hinterher, bis sie um die nächste Straßenecke gebogen war und dachte: Darauf kannst du lange warten, bis du alt und grau bist, genauer gesagt, du widerliche Ziege. Mehr aus Gewohnheit als Interesse warf Reseda einen Blick auf ihre Uhr. Es war 16:45 Uhr, höchste Zeit, wie sie fand, endlich den Heimweg anzutreten, für dessen Bewältigung sie zu Fuß immerhin eine gute Viertelstunde benötigte. Unterwegs versuchte sie immer wieder vergeblich ihre große Enttäuschung darüber, dass die Eltern den schulischen Festivitäten vom Nachmittag ganz einfach ferngeblieben waren, durch positive Gedanken zu verdrängen. Sie zwang sich, an den gleichaltrigen Wolfgang Rogowitz zu denken, einen ehemaligen Klassenkameraden, der sie seit einigen Wochen während des Unterrichts und der Pausen auf dem Schulhof immer so verliebt angeschaut hatte. Leider hatte der schwarzhaarige Lockenkopf mit dem verträumten Blick aber nie den Mut gehabt, sie anzusprechen, obgleich sie sich seinerzeit doch nichts sehnlicher gewünscht hätte. Dafür sei es nun ohnehin zu spät, dachte das Mädchen traurig, da man sich jetzt zwangsläufig aus den Augen verlieren würde, da die Schule als Stätte ihrer täglichen Begegnung ja ausschied. Dann überlegte sie, was sie eigentlich über diesen schlaksigen, gut aussehenden Jungen wusste. Viel war es nicht. Neben den üblichen Angaben zur Person hatte sie ihn im Kreise seiner Schulkameraden einmal sagen hören, dass er nach Abschluss der Volksschule vorhabe, das hiesige Gymnasium zu besuchen, um sich für sein späteres berufliches Fortkommen eine günstigere Ausgangsposition zu verschaffen. Ein guter Volksschulabschluss sei doch heutzutage nichts Besonderes mehr. Wer im Berufsleben über das Normalmaß hinaus etwas erreichen wolle, dem bleibe gar nichts weiter anderes übrig, als einen höheren Bildungsabschluss anzustreben. Bedauerlicherweise habe sich ihm Wolfgang Rogowitz
diese Erkenntnis erst sehr spät offenbart, zum Glück jedoch nicht zu spät, so dass er sich nach ein paar zusätzlichen Jahren Schulbankdrücken sicher seinen Berufswunsch erfüllen könne. Reseda Stavenburg schämte sich dafür, in all den Jahren, in denen sie Klassenkameraden gewesen waren, nicht mehr über ihn in Erfahrung gebracht zu haben. Woran das wohl gelegen haben mag, fragte sie